Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Frau Bundeskanzlerin hat ihre Rede geschlossen mit einem optimistisch-humoristischen Gruß an ihren Koalitionspartner. Begonnen hat sie mit einem außenpolitischen Schwerpunkt. Das ist auch nachvollziehbar, Frau Bundeskanzlerin, denn einer unserer engsten Verbündeten fordert unser Land ja heute in einem Zeitungsinterview bei Bild dazu auf, unsere Führungsrolle wahrzunehmen. Insofern nachvollziehbar, dass Sie hier einen außenpolitischen Schwerpunkt setzen. Aber wir hätten dann erwartet, dass Sie auch die großen Linien aufzeigen, dass Sie nicht im Klein-Klein verbleiben. Sie haben zu Recht gesagt, es muss eine europäische Antwort auf die Herausforderung China geben. Ja, aber bitte, welche Antwort denn dann? Es reicht doch nicht nur, Fragen aufzuwerfen. Wir hätten erwartet, Frau Bundeskanzlerin, wir hätten erwartet, wenn Sie über Krisenregionen sprechen, dass Sie persönlich Stellung beziehen, wo Sie eigentlich politisch stehen in der Frage Nordsyrien. Stehen Sie an der Seite der Bundesverteidigungsministerin, die eine strategische Initiative ergriffen hat, oder an der Seite des Bundesaußenministers Maas, der in Ankara die Uneinigkeit der deutschen Bundesregierung auf internationaler Bühne dokumentiert hat? Und wenn Sie Ihre Rede, Frau Bundeskanzlerin, hier zum Anlass nehmen, 70 Jahre NATO zu würdigen, dann hätten wir ein ganz klares Bekenntnis auch zur transatlantischen Partnerschaft erwartet. Der Bundeswirtschaftsminister hat eine unglaubliche Entgleisung in den letzten Tagen ja politisch sich geleistet. Die Entgleisung, nämlich die Vereinigten Staaten von Amerika mit der Volksrepublik China in einem Satz zu sagen. Sie hätten das hier heute aus der Welt schaffen müssen, Frau Bundeskanzlerin. So bemerkenswert ist nun, worüber Sie dann allerdings nicht gesprochen haben. Also ein großer Schwerpunkt Außenpolitik, aber worüber haben Sie nicht gesprochen oder nur sehr kurz? Sie haben nicht darüber gesprochen, dass die deutsche Wirtschaft nicht mehr wächst. 0,1%. Wir sind ganz hinten in der Europäischen Union. Es gibt keinerlei Wachstumsdynamik mehr bei uns. Gerade mal knapp 4,5 Minuten haben Sie auf die wirtschaftliche Lage im engeren Sinne verwendet, Frau Bundeskanzlerin. 4,5 Minuten zu einer der wesentlichen Grundfragen der nächsten Jahre hier in diesem Land. Ich kann nur sagen, wer die Wirtschaft links liegen lässt, darf sich über Probleme von rechts irgendwann nicht wundern. Nichts dazu. Sie haben allerdings dann angesprochen, 9.500 Arbeitsplätze, die bei Audi abgebaut werden. Und das hat nicht nur was mit konjunkturellen Fragen zu tun, sondern das sind auch politische Entscheidungen, die dazu führen. Wir konzentrieren uns in Deutschland, und Sie haben das hier unterstrichen, ja ganz einseitig nur auf die Elektromobilität. Obwohl es Alternativen gibt, Wasserstoff, fahre ich, synthetische Kraftstoffe, vieles mehr, was denkbar ist. Wir konzentrieren uns nur auf die Elektromobilität, und das führt natürlich zu einem massiven Abbau von Arbeitsplätzen in den Unternehmen, die auf Dieseltechnologie gesetzt haben. Sie haben dazu heute mehr oder weniger nichts gesagt, sondern das nur hingenommen. Der Bundesparteitag der CDU, der war da weiter. Dort gab es das klare Bekenntnis, in Deutschland hat auch der nicht fossil betriebene Verbrennungsmotor als Spitzentechnologie eine Zukunft. Ich muss Ihnen sagen, die CDU gefällt mir besser als diese Bundesregierung. Ja, auch in anderen Fragen. Diese Bundesregierung geht ja schlafwandlerisch auf eine drohende Wirtschaftskrise, schlafwandlerisch auf einen Wirtschaftsabsturz zu. Aber ich sehe auf der anderen Seite, dass es durchaus ja andere Erkenntnisse gibt. Sie kündigen ein bisschen wachsweich an, mittelfristig müsste man mal prüfen, da etwas bei den Unternehmenssteuern zu tun.
Das ist auf einer Linie, die wir kennen. An Peter Altmaier als kommissarischem Finanzminister ist damals ja die vollständige Abschaffung des Solidaritätszuschlags gescheitert an seinem Zahlengerüst und dem Unwillen. Aber der CDU-Bundesparteitag, da gab es klare Aussagen, zum 01.01.2020 den Soli für alle abzuschaffen und ihn nicht zu einer Strafsteuer für Mittelstand und Wirtschaft zu machen. Ich kann Ihnen nur sagen, bringen Sie das als Gesetzentwurf hier ein. Unsere Zustimmung ist Ihnen da sicher. Sie haben hier über die Bedeutung der Digitalpolitik gesprochen, Frau Bundeskanzlerin. In der Tat, auch da müssen wir Tempo aufnehmen, wenn wir auf Höhe der Zeit sein wollen. Das haben wir hier schon öfter besprochen. Damit wir Tempo aufnehmen, müssen wir weg aus der Praxis der Rohrpost, die es ja auch im Bundeskanzleramt noch gibt, sondern müssen hin auch zu modernem Verwaltungshandeln, zu einem Management der Transformation, Digitalisierung aus einer Hand. Dazu wäre es empfehlenswert, alle Kompetenzen und Ressourcen auch an einer Stelle in einem Digitalministerium zu bündeln. Bislang ist das an der Union gescheitert. Jetzt höre ich auf dem Bundesparteitag der CDU, also eigentlich bräuchte man ein Digitalministerium, willkommen im Club. Und sogar der Chef des Bundeskanzleramtes sagt, wir brauchen ein Digitalministerium. Frau Bundeskanzlerin, lassen Sie der guten Erkenntnis doch einfach Taten folgen. Oder liegt es an der SPD? Will sich die SPD den ekligen Bonbon ans Revers kleben lassen, dass es an Ihnen scheitert, dass wir nicht ein zentrales Management der Digitalisierung bekommen? Also eigentlich sind doch alle außer den Grünen einer Meinung, wir brauchen sowas. Ja, Sie haben eingerichtet ein Heimatministerium, weil Horst Seehofer in Bayern keine mehr hat. Was uns aber noch fehlt, ist ein Digitalministerium, damit Sie auch die Zukunftsfragen angehen. Also lassen Sie den guten Erkenntnissen Ihres Parteitags im Regierungshandeln Taten folgen. Zweites Thema, über das Sie nicht gesprochen haben, bin ich bei Horst Seehofer. Die Zahl der Baugenehmigungen in Deutschland ist eingebrochen. Die Wohnraumoffensive dieser Bundesregierung ist bereits gescheitert, bevor sie begonnen hat. Das ist eine der wesentlichen sozialen Fragen unserer Zeit. Und schon nach 2 Jahren sprechen alle Zahlen dagegen. Das hat Gründe. Ein Grund ist, dass die Baupolitik in dieser Bundesregierung nur dilatorisch behandelt wird. Bei den großen Branchenereignissen tritt der Bundesbauminister überhaupt gar nicht in Erscheinung. Es war möglicherweise ein organisatorischer Fehler, ein Riesenressort Innen- und Bau überhaupt ins Leben zu rufen. Aber sei es drum, das sind Dinge, die hier in dieser Bundesregierung zu verantworten sind. Schwerwiegender wiegen landespolitische Entscheidungen, insbesondere hier in Berlin, die das Vertrauen von Menschen, die in Wohnraum investieren wollen, dabei sind, vollkommen zu zerstören. Der Mietendeckel hier in Berlin, rot-rot-grüner Mietendeckel in Berlin, eine gute Sache, Dietmar Bartsch. Es sind hier in Berlin doch sofort Bauanträge zurückgezogen worden. Und nicht von irgendwelchen Heuschrecken, sondern ausgerechnet genossenschaftliche Wohnungsinitiativen ziehen ihre Bauanträge zurück, weil sie sagen, es gibt hier keine Planungssicherheit mehr. Wir sind dabei, einen Eckpfeiler unserer Wirtschaftsordnung einzureißen durch eine rot-rot-grüne Politik. Das ist gut gemeint, aber wir sehen inzwischen die Verheerungen. Uns fehlen 1,9 Millionen Wohnungen in Deutschland, 300 Milliarden Euro Investitionsvolumen. Woher soll das Geld kommen, wenn nicht von privaten Investoren? Es wird aber niemand in Wohnraum investieren, wenn er nicht sicher sein kann, dass sein Eigentum und die Verfügbarkeit darüber gesichert ist. Und deshalb, ich sehe vereinzelt Applaus bei den Kolleginnen und Kollegen der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Wenn Sie das so sehen, dann gehen Sie mit uns nach Karlsruhe und klagen gegen den Mietendeckel von Berlin. Eine herzliche Einladung. Nein, das hat nichts mit Lobbypartei zu tun, FDP. Und wenn, dann sind wir eine Lobby für bezahlbares Wohnen. Also ausgerechnet die Linkspartei, die 40 Jahre hat beweisen können, dass staatlich zentrierte Wohnungspolitik nicht sozial ist, sollte in dieser Frage Zurückhaltung üben. Denn in Deutschland-West
Denn in Deutschland West seit 1949 sind größte Herausforderungen auch nach dem Zweiten Weltkrieg, inklusive der Integration in Wohnungsmarkt, Arbeitsmarkt von Vertriebenen, gelungen mit einer privaten marktwirtschaftlichen Wohnungsbaupolitik. Da brauchen wir uns also von Ihnen nicht belehren zu lassen. Drittes Thema, Frau Bundeskanzlerin. Drittes Thema, über das Sie nicht gesprochen haben. In der Vergangenheit haben Sie oft als Ziel ausgegeben, Deutschland müsse eine Bildungsrepublik werden. Und dieses Ziel ist vollkommen richtig. Das ist eine der gesellschaftspolitischen Schlüsselaufgaben. Im fatalen Zusammenhang zwischen der Herkunft aus dem Elternhaus und dem beruflichen Weg in Deutschland zu entkoppeln, das ist das Aufstiegsversprechen unseres Landes, dass egal, wo du geboren bist, egal in welchem Stadtteil, unabhängig davon, wer deine Eltern sind und wo sie herkommen, dass du in Deutschland alle Chancen hast. Das gehört zu unserer Gesellschaftsordnung dazu. Deshalb Bildung ganz nach vorne zu setzen, das wäre sinnvoll und richtig im Sinne Ihres Ziels der Bildungsrepublik. Aber wie ist denn die traurige Realität? Der Nationale Bildungsrat, von Ihnen ins Schaufenster gestellt, der ist, bevor er überhaupt die Arbeit aufnehmen konnte, bereits gescheitert, weil Bayern und Baden-Württemberg, CSU und Grüne, sich einer systematischen Zusammenarbeit der 16 Länder verweigern. Ich habe Verständnis dafür, dass Bayern und Baden-Württemberg bei den Bildungsstandards nicht auf das Niveau von Bremen kommen wollen. Für die Befürchtung habe ich Verständnis. Die Wahrheit ist aber, dass Bayern und Baden-Württemberg doch nicht in einem Wettbewerb mit Bremen stehen, sondern die Bundesrepublik Deutschland steht in einem Wettbewerb mit den USA und Asien. Und selbst Bayern hat im Vergleich zu den Spitzenreitern auf der Welt noch viel aufzuholen. Und deshalb brauchen wir mehr Vergleichbarkeit, mehr Mobilität und im Übrigen auch die gesamtstaatlichen Finanzierungsmöglichkeiten in der Bildung. Das ist keine Aufgabe mehr, die die schwächsten Glieder unseres Gemeinwesens, nämlich Kommunen und Länder, alleine stemmen können. Da wäre Engagement des Bundes gefordert. Ausweislich der Haushaltszahlen gibt es aber nicht mehr Engagement des Bundes in der Bildung, sondern bei Frau Karliczek werden 70 Millionen Euro sogar noch gekürzt im Haushaltsansatz. 70 Millionen Euro, die fehlen. Hier hätte man einen Schwerpunkt setzen müssen. Wir bräuchten nicht nur eine Exzellenzinitiative für die Hochschulen, sondern auch eine Exzellenzinitiative für die berufliche Bildung. Wir müssten nicht reden über das lebensbegleitende Lernen, wir müssten es finanzieren. Das wäre eine zukunftsweisende Politik. Und im Bildungsbereich, da ist es symptomatisch, dass Sie ihn gar nicht erwähnt haben, passiert leider nichts. Worüber Sie gesprochen haben, Frau Bundeskanzlerin, das waren die Bauernproteste vom gestrigen Tag. Damit haben Sie geschlossen. Und Sie haben hier freundliche Worte geäußert. Die hätten Sie einmal gestern den Landwirten entgegenbringen sollen. Ja, das ist ein ernsthaftes Thema. Ich habe nämlich das Gefühl, ja, ich habe wirklich, also weil hier so manche so aufstöhnen, das ist irgendwie ein bisschen, müssen wir aufpassen, eine Deformation professionell, um nicht zu sagen eine Berufskrankheit hier im Deutschen Bundestag. Hier sprechen nämlich ganz viele über die Lebenswirklichkeit von Menschen, die sie in Wahrheit gar nicht kennen. Das ist ein ganz großes Problem. Nee. Ja. Ja. Ganz viele tun das. Ich finde es bemerkenswert, dass ein Kollege der... Ich finde es bemerkenswert, ich meinte die Grünen, aber ein Kollege der Union fühlt sich angesprochen. So, ist doch ein Problem, Frau Bundeskanzlerin, wie da gesprochen wird. Die brauchen keine Worte. Die haben das Gefühl, dass hier im Parlament über sie, über die berufliche Existenz entschieden wird, aus irgendeiner, wie soll ich sagen, moralischen Motivation heraus, ohne die tatsächliche berufliche Praxis und die wissenschaftliche Evidenz zu kennen. Und das macht die Leute wütend. Die haben das Gefühl, dass hier Stimmungen entscheiden und nicht Fakten. Und viele Menschen haben das Gefühl, vom Dieselfahrer bis hin zum Landwirt, dass hier im Deutschen Bundestag den Menschen der Respekt versagt wird vor der Art, wie sie leben und wie sie wirtschaften. Und das ist ein Grundproblem, Frau Bundeskanzlerin, der Politik der vergangenen Jahre. Das ist ein Grundproblem der Politik der vergangenen Jahre. Das zeigt sich bei jeder Form der Bürokratisierung. Und jetzt komme ich zum Schluss, jetzt, weil Sie sich hier so aufregen, weil Sie sich hier... Ja, dann ist ja ordentlich Leben hier in der Bude. Aber dann komme ich tatsächlich zum Ende der Ausführungen.
kann ich Ihnen da nicht ersparen. Weil es gibt ein Symptom. Man kümmert sich nicht um die wirklich wichtigen Fragen. Die Situation der Wirtschaft spielt keine Rolle. Und es gibt ein Klima des Misstrauens und der Bevormundung, das von der Regierung ausgeht. Und wissen Sie, was dafür das Symptom ist? Die wesentliche wirtschaftspolitische Maßnahme des Jahres 2020 ist ausgerechnet die Einführung einer Bonpflicht. Weil man glaubt, dass wenn beim Bäcker die Kaffeetasse ausgegeben wird, dass da Steuerhinterziehung betrieben wird. Und das ist symptomatisch. Bürokratismus, viele Kosten, Misstrauen ohne einen wirklichen Nutzen dafür, dass unser Land vorankommt. Leider symptomatisch für die Art, wie hier regiert wird. Jetzt erteile ich das Wort dem Fraktionsvorsitzenden der SPD, Dr.